so ein Timelapse, sprich, oh Leute am Radio, man macht doch nebenher mal ein Wörterbuch auf, dass ich nicht immer alles erklären muss. Also ein und Timelapse ist. Such den Duden mal Timelapse. Was steht hier schon wieder auf deinem T-Shirt? I'm a rapist. Ja, tatsächlich. Ich bin nicht in der Stadt gerade von vielen Leuten angeschaut worden. Ich wusste nicht warum. Und dann ist mir aufgefallen, oh, ich trage heute ein Shirt, wo drauf steht, I'm your puppy. Okay. Das habe ich ganz vergessen. Du musst aber den Leuten jetzt erzählen, dass es sich nicht um kleine Hunde handelt, wie du es selber einer bist, sondern um den Vater. Puppy. Genau, I'm your puppy, genau. Naja, es ist ein Wrestling-T-Shirt. Und es gab mal einen, da ging es um den Vaterschaftsstreit, den zwei ausgefochten haben. Ah, okay. Wer ist der Vater des Kindes, wird nicht per Test gemacht, sondern wer im Wrestling-Match gewinnt. Man wusste, dass der eine der Vater ist, aber es ging um das Sorgerecht. Okay. Und das haben sie in einem Leiter-Match geklärt. Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero. Rey Mysterio und Rey hat gewonnen, glaube ich, die Fehde. Also ist Rey dein Vater jetzt. Und durfte Vater von Dominik bleiben. Aber Eddie hat halt immer ihn aufgezogen, so I'm your puppy und so. Und da gab es T-Shirts, das fand ich so lustig. Nice. Aber es könnte auch als sexistisch aufgefasst werden. Sag mal, eventuell. Tino, war das jetzt eigentlich ein Cold Opener oder was? Ein Cold Opener? Ja, einfach so. Wir sind einfach so reingestiegen. Aus der Kalten. Ja, und ihr wisst überhaupt nicht, um was es geht, aber es ist trotzdem super unterhaltsam, denn ihr seid alle große Wrestling-Fans, genau wie ich und Tino auch. Wir sind Brennpunkt Internet, würde ich sagen, oder? Ja, das sind wir auf jeden Fall. Sind wir das immer noch? Wir sind in der 23. Folge haben wir immer noch den Namen halten können. 23, krass, ne? Was sind wir denn, Brennpunkt Internet? Was ist denn das für eine Scheiße? Wir fassen die Woche zusammen. Alle viralen Hits, die es gab. Alle Dinge, die viral gegangen sind. Worüber diskutiert worden ist, was geliked worden ist, geshared, alles. Wir haben mindestens zwei Episoden nicht den viralen Hitler ausgerufen, glaube ich. Das müssen wir diese Woche wieder gut tun. Gut möglich, dass wir manchmal den Hitler nicht rausholen. Die Hitlerkeule. Ja. Also vor zwei Tagen, warum sage ich denn immer Tage? Ich starte nochmal neu. Wir sind Brennpunkt Internet, Robin Osterafo und Tino Ranacher, Internet-Koryphäe und ich würde sagen Bundeskanzler in Spee. Quasi. Sitzen hier am längeren Hebel, wortwörtlich, also wir können hier machen, was wir wollen. Ihr müsst einfach nur zuhören. Das ist aber auch für euch der Luxus. Ihr könnt es einfach über euch ergehen lassen. Wie aber eine Vergewaltigung. Ein Fun Fact, genau. Ein Fun Fact. Bei Google habe ich viele Veränderungen durchgemacht. Erst war ich ein Politiker, wenn man mit mich googelt. Danach war ich ein Filmschauspieler, was mir sehr gefallen hat. Jetzt bin ich seit ein paar Tagen bin ich ein Fernsehschauspieler. Okay, was ist da passiert? Google. Ich weiß es nicht, wer das zu verantworten hat. Hast du dich mal bei Akinator gespielt? Noch nicht, nein. Keine Ahnung. Na, also ich kenne das, aber ich hab's. Da ich dachte, ich bin nicht relevant genug. Leute, spielt mal Tino Ranacher bei Akinator. Ich glaube, ich bin nicht relevant genug dafür. Und vergesst nicht, bei den Fragen ist er sehr sexy, dann müsst ihr auf jeden Fall Ja drücken. Genau. So, schön, wir sind Brennpunkt Internet, wir fassen die letzte Woche zusammen, machen das für Radiozuhörer und gleichzeitig auch für Podcast-Zuhörer, denn wir machen jetzt auch noch ein Produktplatzierungsgedöns mit der Deutschen Post. Und ja, nennen uns ab jetzt Postcast. Warum nicht, ne? Es gibt DHL, es gibt Hermes, es gibt alle anderen auch, aber wir mögen die Post. Also junge Internetzuhörer wissen ja eh, was im Internet los ist. Wir erklären es trotzdem nochmal und fassen die wichtigsten Events zusammen, die das Internet in Atem gehalten hat. Internet natürlich hier repräsentativ für die Gesellschaft allgemein, die globalisierte Gesellschaft. Aber auch der geneigte Radiozuhörer kann eventuell ein wenig dazulernen, wenn er sich doch mal darauf einlässt, was das junge Gemüse da am Radio so von sich gibt, ne? Gerade unsere CDU-Wähler im Altenheim, die können noch viel lernen. Und ich muss gleich einen Leserbrief einhauen, bevor wir in die Woche starten. In der letzten Ausgabe haben wir über das Wort Neger gesprochen, also über Dinge, die man sagen darf und nicht sagen darf. Das war so eine ganz kleine Erdogan-Geschichte von uns, was aber wesentlich weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Jedenfalls schrieb mir eine anonyme Leserin, wollte gerade die letzte Folge Brennpunkt Internet nachhören, aber als dann das N-Wort zum 30. Mal gefallen ist, konnte ich es nicht mehr ertragen. Hashtag dieser Humor ist zu schwarz für mich. Hashtag Tusch. Okay. Grüße gehen raus. Auch das ist natürlich eine tolerierte Meinung von uns. Wir sind ja Vorreiter der Toleranz, was das angeht. Absolut. Meinungsfreiheit wird großgeschrieben und schwarzer Humor wird bedient, weil er auch teilweise einfach ein gutes politisches Werkzeug sein kann. Warum verwenden nicht mehr Politiker den schwarzen Humor? Ich weiß es nicht. Stell dir mal vor, jemand wie Trump, der sich hier hinstellt und sagt, ich bin einer, der hier nochmal was sagen kann und so. Hatten wir ja auch schon mal als Podcast-Thema, dass der Herr Trump so gar nicht irgendwie sich des Humors bedient. Also nicht freiwillig zumindest. Ja, genau, richtig. Dass er eigentlich noch nie einen Witz gemacht hat. So,
Und wenn er sich einfach so ein bisschen schwarzen Humors bedienen würde, da würde ich ihn vielleicht ein bisschen besser finden. Ich glaube, weil das würde halt auch davon zeugen, dass er vielleicht Dinge irgendwie so versteht, wie man sie verstehen muss, um in seiner Machtposition zu sein. Ja, ja, Humor zeugt ja auch so ein bisschen von Intelligenz, ja. Natürlich. Das ist ja richtig. Ja. Aber ich glaube, Trump steht vielmehr auf weißen Humor für weiße Männer und nicht auf schwarzen für schwarze Männer. Ist weißer Humor, Frau steht am Herd, haha. Ich denke auch, ja. Das ist sein Humor. Oder orange. Also will ich jetzt auch nicht per se verteufeln. Habe ich auch schon drüber gelacht. Ja, Frauen haben so kurze Füße, weil sie dann näher am Herd stehen. Das ist halt so eine absurde Aussage, dass ich da schon schmunzeln muss. Warum sind Frauen beim Boxen so schlecht? Weiß ich nicht. Weil sie keine Rechte haben. Doch. Doch. So was heißt halt Quatsch. Ist halt Quatsch. Ist nicht lustig. Kann man nicht lachen drüber. Ja. Ist ganz albern. Also Leute, das ist aber nicht, was die letzten Tage im Internet passiert ist, sondern ganz viele andere jetzt tolle Sachen. Los. Wie geht's dir eigentlich, Tino? Haben wir das noch irgendwie vorher geklärt? Können wir auch noch machen, mir geht's großartig. Das wollen ja die Zuschauer immer wissen, wie es uns geht. Ja, ja, ich denke auch. Also ich habe bis um 2 ungefähr gedreht gestern noch für den Tatort, war sehr schön. Ich durfte mit Christian Ulmen und Nora Tschirner drehen, sehr interessante Leute. Und bin jetzt dementsprechend ein bisschen müde, weil mein Biorhythmus durcheinander kam. Aber ich freue mich, mit dir diesen Podcast aufnehmen zu dürfen. Und ich gebe die Frage gerne zurück. Ja, also bis jetzt eben ging es mir gut. Ich war auch fast geneigt, etwas neidisch auf dich zu sein. Dann ist mir aber eingefallen, dass Nora Tschirner jetzt jenseits der 30 ist, also ihre Halbwertszeit mehr als erreicht hat. Ist sie das, ja? Na, bestimmt. Also, stimmt. Also Anfang, Mitte 30 bestimmt. Anfang, Mitte, Ende 30, 40 wird sie schon sein. Nee, deutsche Schauspieler, da bin ich leider jetzt nicht so dabei. Ich kann mal den Film Victoria empfehlen. Das ist eine gute deutsche Produktion. Mir geht's gut. Ich habe wieder Pippi Langstrumpf gehört auf dem Weg hierher. Und da geht's mir dann immer gut. Faul sein ist wunderschön, liebe Leute, denn die Arbeit hat noch Zeit. Aber gerade sind wir gar nicht faul. Die Sonne lacht und die Blumen blühen. Gerade müssen wir arbeiten. Okay, wir arbeiten jetzt für euch. Also Leute, ihr wollt ja wissen, was passiert ist im Internet. Was ist denn passiert, Dino? Also was nicht passiert ist, ist die Aufmerksamkeit für die Frauen-WM. Die soll gerade sein, ich weiß es nicht. Ich habe nichts mitbekommen. Ohne Spaß, kleine Anekdote aus meinem Leben. Ne? Ich letzte WM geguckt, also Männer-WM. So. Ja. Habe ich die geguckt, richtige. Hab sie verfolgt, dann war Deutschland relativ früh raus und ich habe es nicht eingesehen, dass dieses Gefühl, ich bin natürlich auch nur wie so ein Bayern-Fan, ne, so Erfolgszuschauer, wenn es dann mal an die WM geht und es heißt, es geht hier um was und Deutschland ist eigentlich immer gut dabei, da gucke ich dann auch mal Fußball alle 4 Jahre oder alle 2, wenn man EM noch mitzählt. Und da war Deutschland irgendwie sehr früh raus und da habe ich dann, ich glaube, dann bin ich auf Japan umgeschwenkt, ja, weil ich wollte unbedingt dieses Gefühl von WM, so dieses große Ereignis, was die Welt eint, davon sollte es viel mehr geben, wollte ich einfach weitererhalten und dann ist Japan leider auch rausgeflogen und dann war ich für Kroatien, die sind dann im Finale raus. Das war, also als ich dann für Kroatien war, ich war so richtig drin. Ja. Ich habe mehr Emotionen gespürt als jemals für Deutschland, das war großartig, weil Kroatien so der große Underdog war, ja. Die stimmt, aber trotzdem voll ich weiß gut noch, waren. Ich weiß noch, ja. So, und diesmal habe ich mir das angeguckt, habe gesehen, oh, letztes Mal bei der Frauen-WM haben die Japaner gewonnen. Das ist ja voll das Ding, ja. Ist das so? Ist so. Da schaue ich diesmal auch Frauenfußball-WM und gucke, ob die Japaner das wieder schaffen. Ich habe 10 Minuten das Spiel geguckt und dann habe ich weggemacht, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte. Das hat jetzt aber, glaube ich, nichts damit zu tun, dass es Frauen. Also, ich habe halt keine Ahnung von Fußball. Es sieht jetzt für mich jetzt nicht wesentlich undynamischer aus oder so. Ich habe auch schon in unserer Gruppe gesagt, ich kann das nicht bewerten. Mhm. Ich finde es ein bisschen albern, wenn bei Skateboard-Meisterschaften irgendwie Sachen abgejubelt werden, die eigentlich nicht krass sind, aber sie dann abgejubelt werden, weil sie von Frauen gemacht werden. Ja, und da ist der Anspruch halt irgendwie doch leider ein bisschen niedriger noch. Kann sich ja noch ändern. Aber bei Frauenfußball kann ich das überhaupt nicht beurteilen. Das war ja auch im Sportunterricht so, dass die Mädchen weniger leisten mussten als die Jungs. Ja. Stimmt. Konnte ich bei manchen Sachen nachvollziehen, aber irgendwie finde ich das sehr schade. Ja. Nein. Irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Also ich finde das gerade in der heutigen Zeit mit ich wandle mein Geschlecht um oder ich mach's nicht mal, sondern sag einfach nur, ich fühle mich als Frau und dann gehe ich auf die Frauentoilette oder werd nach. Ich weiß nicht, wie das da heute in den Schulen abläuft, ne? Dass man jetzt sagt, ach übrigens, ich bin eine Frau, da brauche ich jetzt beim Kugelstoß nur 5 Meter statt 8 für die 1 oder was. Ja, ja, ja. Weil man muss ja tolerant sein. Tolerant sind wir ja auch hier mit Humor und so. Ja, ich habe auch mal von einem Referenten erfahren, der aufklärt über Sexualitäten und das war in so einem Saal und da haben die Veranstalter ihn gefragt, wir wissen nicht was wir machen sollen, wo schicken wir jetzt die Transsexuellen aufs Klo hin? Da hat der Referent auch gesagt, Leute alle, die wissen schon selber, auf welches Klo sie gehen sollen, ihr müsst euch doch keinen Kopf zerbrechen. Ja. Die wissen das schon in den meisten Fällen.
Ach, mich stört das auch völlig nicht. Also ich warum auch? Ohne Spaß, von mir aus kann auch jeder eine einzelne Kugel stoßen kriegen, das ist mir scheißegal. Das Ding ist ja nur irgendwie, wenn dann hier, was war's? Ich glaube, Gewichtheben oder so, hat dann das dritte Mal in Folge jemand bei den Frauen die Weltmeisterschaft gewonnen, der halt vorher ein Mann war und so. Ach so, da wird's halt dann schon irgendwie ein bisschen komisch, oder? Ja, ist jetzt wieder so ein Funfact, wo ich nicht genau weiß. Doch, wenn du vergleichen willst, da gab es doch sogar diesen Skandal, dass diese Person weniger Hormone nehmen soll, um daran teilzunehmen. Da wurde dann der Hormonhaushalt gemessen und das war schon sehr erniedrigend für die Person. Hm. Naja, egal, was labern wir denn hier eigentlich für eine Scheiße? Ja, Frauen-WM abgehakt. Also ich weiß gar nicht, wie es aussieht, wie es den Deutschen geht, wie es den Japanern geht, keine Ahnung. Ich werde heute mal wieder reinschauen, wie es so steht, ob die Japaner noch dabei sind. Also ich sage mal, wenn Japan im Finale steht, dann schaue ich es bestimmt an. Ja. Ja. Bist du da so rassistisch, ja? Wieso? Naja, wenn es Japanerinnen sind. Du kommst mir jetzt ja nicht so an, ja. Du nimmst hier auf Tinder die ganzen Taiwan-Leute weg, ja. Du hast doch den Verdacht gehabt, dass wir das gleiche Match hatten. Ja, als gäbe es nur eine Chinesin, eine Taiwanerin. Na komm, also so, what are the odds? Ne? Taiwan ist jetzt nicht so groß. Ja, naja. Weimar auch nicht. Ist ja, egal. Eben. Genau deswegen. Aber es ist ja zum Glück nicht so. Es waren verschiedene Damen, ja. In der modernen Zeit schnell erstmal Instagram-Accounts verglichen. Naja, gut. Es macht echt nichts. Also es gibt den dummen Zufall, dass ich mich mit dem Kumpel, ist zu privat für hier, aber jedenfalls hatten wir auch mit derselben Person Geschlechtsverkehr und es war überhaupt kein Problem. Das könnt ihr gerne unter euch handhaben, wie ihr das wollt. Aber auch ich sage, Bruder vor Luda, wenn du mir sagst, lieber Robin, Tino, nimm sie nicht. Ey, ich finde die selber schön. Nimm die nicht, Tino. Okay. Nein, ich bin gerade nicht im Tinder-Game. So. Ach so. Also, wir reden ja eigentlich gerade über die Frauen-WM. Ja, wir reden über Frauen. Das war ja. Ist das gerade sexistisch gewesen, wenn wir über Frauen-WM reden und plötzlich doch von Tinder-Geschichten? Nein. Kann bei mir auch nicht sein, weil ich ja auch zweigleisig fahre. Okay. Es hätte ja auch ein Mann sein können. Stimmt. Ach Mist, also war ich jetzt der Sexist in Richtig. Der Position. Und der Rassist. Ist gleich wieder von der Frau ausgehe. Du warst alles heute. Dumm. Naja, das war's. Wir haben die Zeit gar nicht gemessen, ne? Na doch, irgendwie 12 oder so haben wir angefangen. Okay. Egal. Ja. Wir machen hier bis 7 nach und dann. Wir lassen uns heute übrigens nicht rausschmeißen, egal was passiert. Wir bleiben hier sitzen und dann könnt ihr noch so durchdrehen. Die Radiozuhörer wissen es aber nicht. Wir haben ja einen Spezialpodcast gemacht. Ja. Brennpunkt Hörerwunsch. Man kann uns ja kaufen für 20 Euro. Reden wir über eine Stunde. Über eine Stunde, ja. Passt sogar. Wir reden eigentlich immer über eine Stunde. Über ein Thema eurer Wahl. Ihr müsst es nur bei PayPal bezahlen und jeweilige Thema dazu senden. Wir haben jetzt auch schon wieder ein neues bekommen. Das Thema ist Memes und Dion. Und das wird dann wahrscheinlich nächsten Mittwoch auf dem YouTube-Account von Brennpunkt Internet erscheinen. Und wer Dion ist, erfahrt ihr dann in der Ausgabe. Damit ist dann auch alles gesagt zur Frauenfußball-WM. Ja. Und wir kommen zu relevanten Themen. Bitte. Nein, Mann, also wie gesagt. Sport ist ja allgemein relevant für das uns ist, beide. Ja, nee, komm, jetzt nochmal ganz kurz. Eine Minute. Jetzt wirklich ein feuriges Plädoyer für Frauenfußball-WM. Bitte. Es ist ja so ein. Nicht perpetuum mobile, sondern so ein Teufelskreis, meine ich. Ja. Ja, weniger Aufmerksamkeit heißt, weniger Leute interessiert es. Das heißt, weniger Aufmerksamkeit, das heißt, weniger Leute interessiert es. Wenn überall in der Stadt jetzt wieder Public Viewing wäre und so, da wäre halt, ich feiere halt WM einfach nur wegen diesem Gefühl, was dann irgendwie alle haben dieses eine, ja. Es ist so ein bisschen das wie... Das Gemeinschaftsgefühl. Es ist wie positiver Weltuntergang. Wie wenn bei man Nazis so. Auch so ein bisschen. Genau. Ja. Genau. Frauenfußball-WM ist positiver Weltuntergang. Ja. Wenn man es richtig macht. Also, erzeugt den Hype, dann bin ich auch an Bord. So ein viele Weltaufgang andere. Vielleicht. Ja, richtig. Frauen-WM ist der Weltaufgang. Gut. Was geht auf bei den Frauen? Das weiß ich nicht. Okay. Das will ich nicht sagen. Also, wir haben ja in Vergangenheit berichtet über einen Herrn Lübcke, der erschossen wurde. Oh ja, ein da großes gibt es, Thema. Da gibt es neue Entwicklungen. Da wurde nämlich jemand verhaftet unter dringendem Tatverdacht. Und auch hier wird von vermutlich rechter Gewalt, beziehungsweise auch... Vermutlich, das ist ein Neonazi. Man kann es sagen, Stefan E. ist ein bekannter Mensch, der schon öfter in Konflikte geraten ist. In Vorbereitung auf diese Sendung wusste ich, oh, das wird Tino. Tino und Rising Bob werden hier wieder genau das. Die werden sich wieder gegenseitig bespringen. Großartig. Naja, es kam ja noch dazu, und ich habe das diesmal auch wieder nicht aus örtlichen Medien, sondern aus internationalen Medien, da wird nämlich auch jetzt drüber berichtet, dass neben Herrn Lübcke auch noch zwei andere größere Politiker Todesdrohungen bekommen haben.
Und da haben wir zum einen Andreas Holstein, der von Altea, und wir haben so eine Frau. Henrike Reker. Genau, Henriette. Genau. Henriette, sowas, ja. Henriette Reker, das ist die von Köln. Genau, die Oberbürgermeisterin. Genau. Und die ist ja schon mit einem Attentat entkommen. Also es wurde ja schon mal am Hals aufgeschlitzt von dem Rechten. Genau, und ist auch ganz knapp davon gekommen irgendwie. Ja, und der hat damals auch schon gesagt, dass er sie direkt angegriffen hat wegen ihrer Pro-Flüchtlingshaltung. Genau. Ja. Und bei Lübcke war es ja ähnlich. Der CDU-Mann war ja auch sehr flüchtlingsfreundlich. Ja, und Holstein wurde auch 2017 schon mit einem Messer attackiert in einem Kebab-Laden. Also da ist schon ein Muster dahinter. Und da kann man, warte, wir schalten mal kurz zu unserem Experten, was Nationalsozialismus angeht. Tino, kann man da schon von Terrorismus reden? Ja, also man sprach hier lange Zeit von Einzeltätern, aber so langsam häufen sie sich und es ist ja auch nicht der erste Anschlag auf Politiker oder auf Menschen allgemein. Deswegen können wir hier von einem rechtsterroristischen Akt ausgehen, welcher übrigens auch weitergehen soll, denn es gab auch Todeslisten, richtig, die veröffentlicht worden sind, auf denen auch Freunde von mir stehen. Okay, bist du da so in diesem NS-Newsletter drin, dass du da so gute Insights hast? Oder? Die andere Seite. Ja, okay. Die andere Seite. Die Antifa, die macht das ja sehr, sehr gerne mal. Ich bin da natürlich nicht drin, ja. Hm. In dem Verein Antifa, der offiziell ist. Aber es gibt halt diese Todesliste, die aufgetaucht ist. Da stehen tausende Namen drauf und die kannst du auch schön absuchen, weil es eine PDF ist. Ich stehe nicht drauf, was mich ein bisschen enttäuscht hat auch, muss ich sagen. Aber weil wir noch nicht die nötige Reichweite mit dem Brennpunkt erreicht haben. Nicht wirklich. Oder durch meinen Moslem-Juden-Skandal bin ich da runtergekommen, kann auch sein. Jedenfalls sind da ganz, ganz viele Politiker und linke Leute drauf. Und der Brief oder die Todesliste wird wohl unterzeichnet mit NSU 2.0. Also offensichtlich soll noch viel folgen und sie knüpfen an den NSU an. Okay, aber da muss man jetzt mal sagen, ihr politisches, links-grün versüfftes Dreckvolk da drüben, ja? Schuldig. Also jetzt mal wirklich, die Leute haben doch recht. Was man jetzt hier schon wieder mitkriegt, Messerangriffe, ja, Kopfschüsse, Attentate. Die Leute hatten einfach recht. Die Flüchtlingswelle hat für Kriminalität und Gewalttaten gesorgt. Also, muss man sagen. Tja, wie wollt ihr euch das jetzt zurechtbiegen? Sie hatten recht, die Nazis. Ja, wenn Flüchtlinge herkommen, gibt's Gewalt. Tatsächlich. So, meine Fresse. Und auch ganz spannend ist, dass die NSU-Akten, in welchen auch der Stefan E., also der mutmaßliche Attentäter von Lübcke, aufgelistet wird, dass die für 120 Jahre unter Verschluss gehalten werden sollen. Da kann irgendwas nicht stimmen und es kam auch noch raus, dass die Akten von ihm vernichtet worden sind, vom Verfassungsschutz. Das ist alles sehr, sehr komisch und alles sehr, sehr verwirrend. Ich habe mitbekommen, dass der Verfassungsschutz auch irgendwie, nee, es gibt noch, gibt's noch den Grundgesetzschutz, gibt's das noch? Ich glaube, das heißt so, Verfassungsschutz. Ist beides das Gleiche. Weil Grundgesetz ist ja Verfassung bei uns. Ja, eben, aber ich habe das, wie gesagt, das, was ich jetzt sage, das habe ich halt aus internationalen Foren und das war ein englischer, wo dann Grundgesetzschutz da stand, deswegen dachte ich, auf jeden Fall hieß es, dass die dann irgendwie bei rechten Sachen vielleicht ganz gerne mal wegschauen. Und so viel zur radikalen Seite, aber auch die etablierten Leute, wie zum Beispiel unser ehemaliger Bundespräsident Gauck, sprach davon, dass wir mehr Toleranz nach rechts zeigen sollen. Das war nach diesem Anschlag, nach dem Attentat. Na da. Also ich finde ja interessant, wenn man argumentativ nur weiterkommt, indem man die Gegenseite messert. Das spricht schon sehr für eine gute Position, die man hat, oder? Argumente sind nur was für Leute, die mit Gewalt nicht weiterkommen. Gleichzeitig, wenn man mit seinen Straßenschildern daherkommt und die Gegenseite verprügelt, ist das jetzt auch ähnlich dumm. Gewalt ist immer dumm. Sage ich ja auch. Nun gut. Und noch ein kleines Zitat von der CDU in Sachsen-Anhalt. Die ziehen nämlich eine Koalition mit der AfD in Erwägung, mit der Begründung, man müsste doch das Nationale und das Soziale wieder verbrüdern. Das Nationale und das Soziale. Habe ich schon mal irgendwo gehört. Also Tino, jetzt kannst du ja nicht, du kannst doch nicht doch, jedes, das kann ich. Du kannst doch nicht jedes Wort hier auf die Goldwaage legen, ja? Nationalitäten gibt's überall auf der Welt und Sozialismus und Soziales, also sozial ist doch gut für die Menschen. Jetzt komm, nicht jetzt hier so. Geben wir dem Nationalsozialismus noch eine Chance. Ja, eben. Ja. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch Hitler. Eben. Leute, ich muss vielleicht noch mal ganz kurz das deutlich sagen, weil irgendwie, wir haben ja teilweise, ja, es ist hot, warm ist hier, wirklich, ne? Hot. Es sind aber auch heiße Themen hier besprochen werden, ne? Also guck doch mal, was hier für terroristische Akte gerade in Deutschland passieren. Wir sitzen hier im Studio und beschweren uns über die Wärme. Ich beschwere mich überhaupt nicht, danke Sonne. Ich schon. Ich habe übrigens Sonnenbrand.
Selber schuld. Was ich herausgefunden habe, Leute, Lifehack, wenn ihr Sonnencreme habt, die noch nicht abgelaufen ist, aber die schon 2 Jahre geöffnet ist, dann wirkt die irgendwie nicht mehr so gut, habe ich gestern festgestellt. Mein ganzer Rücken ist rot. Oh. Naja, aber was ich jetzt nochmal deutlich sagen wollte, ja, es ist schon ziemlich dumm. Also viele Leute argumentieren, die Flüchtlinge, die kommen hierher, die sind sehr gewalttätig. Das wollen wir hier nicht. Und dann werden Leute hier andauernd von Messerstechereien Opfer. Auch kurz nach eben jener Leute, die diese Gewalt nicht gut finden, angeblich. Auch kurz nach der Flüchtlingswelle, die gekommen ist, sind ja dermaßen viele Asylbewerberheime angezündet worden. Und das haben die begründet, damit sie keinen Terror haben wollen in Deutschland. Ja. Ich dachte mir, ja. Aber ohne Spaß, also ich weiß nicht, gut, so erreichst du vielleicht nicht die populistisch bewegte Masse irgendwie, aber wenn du, sagen wir jetzt mal, du bist so eine Nazi-Vereinigung oder was auch immer, oder Pegida oder wie auch immer, ja, und man würde jetzt zum Beispiel eine Aktion machen, ich weiß nicht ganz, wie man es elegant verpacken kann, man geht jetzt zu so einem Flüchtlingsheim und sagt, man singt ein Lied, ja, ich versuche es gerade echt so friedlich wie möglich darzustellen, erstmal fiktiv, man singt ein Lied und sagt, hey, wir wollen, dass ihr ein gutes Leben habt, aber hier mit uns, das funktioniert irgendwie nicht, weil wir haben Angst vor Fremden und wir fänden es gut, dass ihr geht. Als ein lustiges Lied verpackt. Nicht mal irgendwie, ihr seid scheiße oder sonst. Wir akzeptieren euch als Menschen, wir finden euch super, aber bitte seid super woanders. Ganz, keine Ahnung, so fröhlich wie es geht verpackt. Vielleicht wäre das ja was, wo man so ein bisschen irgendwas erreicht und nicht Leute niedersticht, verdammte Scheiße. Es ist doch dumm, es ist doch einfach ja, scheiße. Ja, es würde mich sehr, sehr freuen, singende Nazis zu sehen mit so Peace-Zeichen. Ja, naja, genau, das war jetzt halt nur gebrainstormt. Ah, wie kannst du eine solche Message verpacken, ohne dass sie so Flüchtlingsheim-anzünderisch ist? Statt Love and Peace, Love ein Hakenkreuz oder so. Ja. Ach Gott, Alter. Leave doch. Warte mal, wie? Please leave. Alter, ich krieg gerade nicht einen Moment. Peace, Love and Harmony wird zu Leave, Past and Hakenkreuz. Ja. So. Würde ich mir sehr wünschen. Wenn wir solche Nazis hätten, wäre ich auch Nazi. Okay. Also Leute, dreht was. Wenn ihr Tino konvertieren wollt, dann macht mal was Schönes. Singt mal ein schönes Lied. Was nicht irgendwie Gewalt aufruft, sondern einfach nur zu Nettigkeiten. Go away, make this a better place. Gerne, gerne. Gut. Ich würde mich sehr freuen über einen singenden Bernd Höcke. Aber da nochmal zu diesem Thema. Hast du gesehen, dass auf Twitter das Hashtag Görlitz ganz groß war? Nein. In Görlitz hätte es fast den allerersten AfD-gestellten Bürgermeister bekommen. Doch, klar, sicher. Ach, Görlitz war das, okay. Das war Görlitz, korrekt. Und da haben dann viele gesagt, ey, verhindert das um jeden Preis. Und es war ganz witzig, dass nach allem, was in den letzten Wochen passiert ist, die Leute gehofft haben, dass ein CDU-Politiker Bürgermeister wird. Ja. War ganz interessant, da sagt man sich dann, gut, zu AfD ist dann CDU dann doch nochmal vielleicht ein Stück besser, das sagen übel. Sich die Leute. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt... Guck auch mal hier, ja. Ich versuche ja immer beide Seiten zu sehen. Vielleicht hätten wir ihn einfach mal machen lassen. Also erstmal finde ich das irgendwie komisch, wenn ganz Deutschland aufruft, lass den auf keinen Fall Bürgermeister werden. Meinungsfreiheit, hallo? Frau Kamm-Kachenbauer. Natürlich, ja. Können sie ja auf jeden Fall machen, ja. Aber es ist halt immer so ein bisschen fader Beigeschmack. Und eventuell hätte er als Bürgermeister einfach verkackt und dann hätten Leute vielleicht längerfristig gesehen, dass das eine dumme Idee war, statt ihm nicht die Chance zu geben. Nee, ich kann verstehen, ich brainstorme nur. Dass sie 5 Jahre lang keinen AfD-Bürgermeister haben wollen, kann ich schon verstehen. Und du musst ja auch immer bedenken, dass dann solche Leute auch demokratisch legitimiert sind. Ja. Irgendwann. Das finde ich persönlich, meine Meinung, nicht gut. Meine Meinung. Also auch hier muss ich vielleicht nochmal klarstellen, ich finde es auch nicht unbedingt super, wenn der Bürgermeister wird. Ich habe nur gerade überlegt, ne? Wenn man versucht, mal beide Seiten zu sehen. Bevor man vorher sagt, ey, wenn der hier kommt, da werden die Hakenkreuzflaggen wieder aufgehisst. Das wird nicht passieren, das weiß ich ja auch. Aber dennoch, ich finde es immer schwierig zu sagen, lass sie doch einfach mal machen, so, der wird schon verkacken. Ich will ihn nicht verkacken lassen. Ich will, dass wir einen da oben haben, einen Politiker oder eine Politikerin, die es kann und die gute Sachen macht. Ja, aber du kannst nicht pauschal sagen, nur weil der in der AfD ist, kann der nichts. Das finde ich, ist nicht der richtige Ansatz. Ich lehne mich jetzt sehr weit raus und sage doch, wer so eine Partei eintritt und sich eine seriöse politische Karriere erhofft, der ist einfach nur... auf den Kopf gefallen. Okay. Ganz oft als Kind. Mit einem Hammer in der Hand seines Vaters. Ja, oder vor kurzem, ja. Nee, ich find's halt schon gerechtfertigt. Es ist ja auch so ein Ding von Meinungsfreiheit, dass man das sagt. Es ist ja auch nicht geworden. Deswegen können wir ja jetzt hier aber ganz knapp, es war nur 10% oder so. Mehr hatte der schon. Und auch nur, weil die Linke und die Grünen ihre Kandidaten zurückgezogen haben. Okay.
Also ein sehr knappes Ding. Hm. Naja. Und wichtig wäre noch folgendes Thema zu diesem Thema. Merkel zittert. Hast du es mitbekommen? Nee. Sie zittert richtig. Ich habe vergessen, meinen Witz zu machen. In Görlitz kann eh mach, nichts... Mach, mach. Okay. Gut. In Görlitz kann eh nichts Gutes bei rumkommen, weil Girl im Namen steht. Ach so. Ja. Görlitz. Okay. Ja, sorry. Das war es wert. Ja. Lieber Robin, Merkel zittert. Unsere Bundeskanzlerin, Mutti. Die zittert. Die zittert. Wohin zittert sie denn? Sie hat den ukrainischen Staatschef empfangen in Berlin. Der Komiker. Möglich, keine Ahnung. Na, der Witzbold völlig da. Raus. Ja, möglich. Schauspieler, lustiger Mann. Was weiß ich, das ist so lange her. Das ist der ukrainische, ja. Dann ja. Jedenfalls, sie standen nebeneinander, ja, und haben die Hymnen angehört. Und als die deutsche Hymne anfing zu spielen, das ist kein Scherz, fing Merkel übelst an zu zittern. Und zwar nicht nur so, sondern richtig heftig am ganzen Körper. Das war einfach der Alkoholentzug. Und alle dachten, what, friert sie bei der Hitze oder ist es der Wind? Aber die hat übelst krass gezittert und alle dachten, die fällt gleich um und ist tot. Und haben sicherlich auch einige gehofft, einige Zuhörer von uns. Aber tatsächlich soll sie einfach nur dehydriert gewesen sein. Mm. Also die Szenen sind echt verstörend, sehr verstörend tatsächlich. Okay. Ja. Wenn man echt denkt, die alte Frau fällt gleich um. Das habe ich echt überhaupt nicht mitbekommen. Die Merkel. War das kein Hashtag auf Twitter oder so? Ja, ich bin ja auch nicht jeden Tag in den Twitter-Trends unterwegs. Also für unsere Zuhörer mache ich vieles, aber jeden Tag auf Twitter sein, also da aber hört der Spaß doch, auf. Du bist doch Twitter und nicht Facebooker, so wie ich. Ja, aber ich habe Twitter nicht als Startseite. Ach so. Ich gehe eigentlich nur auf Twitter, wenn ich selber was zu sagen habe und das habe ich einfach nie. Geht mir aber auch so. Jedenfalls war dann die große Frage, was ist passiert und ist es denn die Wahrheit, dass sie einfach nur zu wenig getrunken hat? Dann hat sie sich vor den Arzt das angesehen, der meinte dann, also das Video meinte dann, ja, also für eine, das ist schon plausibel. Es hat Frau Merkel öfter mal schon gehabt bei Aufnahmen, wenn es sehr heiß war, dass sie wenig getrunken hat, da hat sie dann so gebebt. Und für eine Erkrankung wie jetzt Parkinson war es zu kurz. Okay. Nur um ganz kurz Entwarnung zu geben, Leute, Mutti geht's gut. Okay. Und okay. Lutz Bachmann zu enttäuschen, es geht ihr gut. Tut mir leid. Mutti zittert. Gucke ich mir auf jeden Fall an. Bin ich ganz doll gehypt. Streich da groß durch. Ganz groß. Oh, aber das Kreuz, was du jetzt gemacht hast, sieht aus wie ein Totenkreuz, du. Na, ich habe die Haken vergessen. Ja, so ist besser. Vielen Dank. Schön, mit deinem analogen Scheißbuch hier. Ja. Wessen Akku ist gleich leer? Ich weiß. Von meinem Buch nicht. Wollen wir noch mehr über deutsche Politik reden oder wollen wir noch mal kurz auf Hongkong zu sprechen kommen? Ich überlege gerade. Doch, wir haben noch ganz kurz die PKW-Maut. Die kommen sollte. PKW-Maut. Deutschland interessiert mich einfach nicht. Mich eigentlich auch nicht. Aber ich fahre kein PKW. Wer tut das schon, ja? Halt dein Maut. Halt dein Maut. So lief es auch tatsächlich. Hm. Und zwar wollte Scheuer unbedingt diese Maut durchdrücken, dass halt Leute auf der Autobahn diese Maut zahlen müssen. Aber es wurde vom Europäischen Gerichtshof abgeschmettert, was die CDU sehr, sehr enttäuscht macht und sehr traurig macht. Und Merkel hat eines ihrer Versprechen eingehalten. Und zwar bei der letzten Kanzlerwahl hat sie noch gesagt, mit mir wird es keine PKW-Maut geben. Ah ja, da habe ich was mitgekriegt. Und jetzt ist es auch ich glaube, du hast es sogar gepostet auf Facebook, kann das sein? Mir hat Herr Roders geschickt, nochmal, um mich zu erinnern. Vielleicht Video. Hat kann er, auch er gewesen ja, sein. Das kann auch er so gewesen sein. Ja, ja, ja. Hm. Er hat sicherlich eine Rundmail gemacht. Jedenfalls wird es jetzt... Leute, hört mal alle her. Keine PKW-Maut. Jedenfalls wird es jetzt sehr teuer für den Steuerzahler. Ja, das ist natürlich... Ich bin ja zum Glück nicht so ein ganz krasser Steuerzahler. Deswegen trifft mich das jetzt nicht so sehr. Aber du mit deinen Millionen vom Tatort jetzt, du, ich das drückt in der Unterhose, ne? Ja, ja. Das ist schade. So. Ist da jetzt die letzte Karte gelegt? Kann man sagen Maut, Maut? Die Maut ist, glaube ich, jetzt ausgemautet, ja. Hm. Maute tot. Gemutet, ja. Maute tot. Scheuer zu, Maut, ach, keine Ahnung. Scheiße gemaut. Ja. Ja, willst du Maut oder? Nee, ich finde es scheiße. Okay. Ganz kurz, also... Also doch scheiße gemaut. Ich finde es schon im Ausland immer dumm, wenn man der Maut zahlen muss. Mussten wir bis jetzt einmal, das war in Frankreich. Sonst habe ich noch keine Berührungspunkte. Ich dachte Österreich auch. Ja, war ich noch nicht. Die uns ja in einigen voraus sind. Hm. Naja, jedenfalls bin ich gegen die Maut. Die haben uns schon Spitzenpolitiker gestellt. Wird genau, Zeit mal wieder. Damals. Als Außendienstmitarbeiter. Schreibt es in die Kommentare, wie findet ihr die PKW-Maut? Wie findet ihr Scheuer? Findet ihr ihn auch bescheuert? Oder? Ja, also kommt der aber vorhersehbar. War zu einfach. Ne? Schreibt es uns. Ansonsten Deutschland habe ich vielleicht nur. Ansonsten Deutschland! Nur noch die Resonanz von Rezo, dass er jetzt ganz krass. Also, ich habe seine Twitter-Timeline mir mal angeschaut und er macht nur noch CDU-Beiträge.
Nur noch CDU. Nur noch für CDU die CDU. Für die CDU. Ist jetzt natürlich beigetreten, ne? Genau, mittlerweile. Beigetreten, ja, richtig. Kann ich mir vorstellen. Es war nur eine umgekehrte Psychologie. Die CDU wollte sich ja eh der AfD ein bisschen annähern, die ja blau sind. Also genau, fangen sie mit den blauen Haaren von Rezo an. Macht das Sinn. Ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt. Ich habe gestern die neue Single von Deichkind geschaut. Weißt du, wer da mit drin ist? Warte, ich habe sie auch gesehen. Wie heißt die nochmal? Wer sagt denn das? Wer sagt denn das, ja. War sehr gut, aber... Ja, war Rezo mit drin übrigens. Stimmt, habe ich gesehen. Ja. Ich war echt ganz perplex. Die ziehen sich auch so Masken immer ab in dem Video, ne? Ja, genau. Der ist so ein richtiger, ne? Von einer so eine Wanderhure ist der jetzt. Überall jetzt. Von Böhmermann zu Deichkind. Der ist ein richtiger Star geworden. Auf jeden Fall. Star durch CDU-Zerstörung. Danke Merkel, muss man sagen. Das stimmt. Danke Merkel für Rezo. Jetzt können wir gerne ins Ausland gehen, wenn du möchtest. Ich gehe sehr gerne ins Ausland, muss ich sagen. Du hast ja jetzt auch gesagt, du hast da Kontakt mit einer Person aus Taiwan, die dir aus erster Hand sagen konnte, China ist ein Hurensohn. Ja, ungefähr. Ungefähr so war's. Pass auf, wir haben ja letzte Woche darüber berichtet und es ist ja so ein bisschen zu meinem Leidensthema avanciert. Wir haben das Thema Hongkong, der Extradition Bill, also die Auslieferung an Mainland China. Erstmal wurde das Ding auf Eis gelegt, also nicht quasi komplett abgelehnt, sondern erstmal auf Eis und später, wenn die Leute sich beruhigt haben sozusagen. Das Gegenteil ist passiert. Letzten Sonntag, sprich vor einer Woche, sind dann 2 Millionen Leute auf die Straße gegangen. Was unglaublich. Nochmal zusammengefasst, 2/7 der ganzen Stadt sind, wenn man da vielleicht noch Kinder und alte Rentner rauszählt, so. Das ist schon echt hart. Also von potenziell 5/7, die vielleicht auf die Straße könnten, schon 2/7 da, das ist schon hart. Und da gab es auch ein virales GIF, so ein Timelapse, sprich, oh Leute am Radio, man macht doch nebenher mal ein Wörterbuch auf, dass ich nicht mal alles erklären muss. Also ein und Timelapse ist... Und sucht den guten mal Timelapse. Also, ein Timelapse ist einfach nur ein ganz langes Video, ganz komprimiert, also quasi die... Auf Deutsch Slow Motion. Genau, nee, Speed Lotion. Ach so. Es muss die Lotion jetzt in den Korb tun. Speed Motion auf Deutsch. Ja. Gut, also man sieht den Fortgang von 10 Stunden oder so komprimiert auf 10 Sekunden. Und das ist echt hart, weil ja auch in der Zeit wird Nacht und so. Und was da für Massen durch Hongkong laufen, das ist der absolute Hammer. Auf jeden Fall wurde das Ding auf Eis gelegt, aber die Leute sind weiter auf die Straße, um jetzt der Regierungschefin, die heißt Lam mit Nachnamen, ist kein Unschuldslamm, kann ich an dieser Stelle sagen. Im die hat faustdick hinter den Ohren. Ist auch so ein bisschen wie unsere Mutti, hat den Beinamen irgendwie Babysitterin, weil sie irgendwie alle zu ihren Babys macht in politischen Diskussionen oder irgendwie sowas wurde das begründet, ist ja auch egal. Auf jeden Fall soll die jetzt zurücktreten, weil die auch Mainland China ganz toll findet und da so ein bisschen mit kuschelt. Und die Leute sagen, wir haben genug. Und dann gibt's noch mehr virale Videos von diesem Protest. Polizisten zum Beispiel, nee, das ist kein Video, aber das ist noch ein kleiner lustiger Funfact an der Seite, dass Polizisten verletzte Demonstranten aus dem Krankenhaus geholt haben, weil sie Zugang zu den Informationen oder zum Background haben und wenn das irgendwie kritische Leute sind, dann finden die das raus, können quasi die Daten vom Krankenhaus einsehen, aha, die sind da und dann ziehen sie die raus. Ist ganz interessant, sehr entspannte Atmosphäre, kannst also, wenn du Tränengas in den Augen hast, nicht mal entspannt beim Krankenhaus genesen, sondern wirst dann da rausgezogen. Und ein wunderschönes Video, um das vielleicht auf positive Note hier zu bringen, ein Video, wie ein Krankenwagen durch die Massen fährt und da sind nirgends Ordner und sie schaffen es, sofort eine Rettungsgasse zu bilden. Da haben sich die Leute sehr gefreut, dass es überall geteilt worden, weil es wirklich super friedlich abgeht. Dennoch gibt es ein anderes Video, so ein unabhängiges Medium, bla, also irgendwie so, ich weiß nicht. Die haben auch irgendwas, ich weiß es nicht genau, wer es war, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall sind die mit einer Drohne durch die Stadt geflogen, schön durch die Tränengaswolken und so, ja. Und dann sieht man echt, wie die Kacke da wortwörtlich am Dampfen ist. Und da denke ich mir auch, von den Kräften da, von der Polizei ist vielleicht einfach ein bisschen schlechte PR. Wenn man statt dem Tränengas einfach Lachgas genommen hätte, das hätte vielleicht... Hätten alle gelacht ja, einfach. Ja, eben, das ist eine bessere Außenwirkung. 2 Millionen lachende Chinesen auf der Straße. Ja, auf jeden Fall nach wie vor die Kacke da am Dampfen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es da interessant weitergeht. Die beste News dazu fand ich aber, dass Pornoseiten in China, die wenigen, die man eventuell erreicht dort, dass die ihren Betrieb eingestellt haben für ein paar Tage, um die Leute zu motivieren, auf die Straße zu gehen. Ach Gott. Großartig, oder? Das ist ja grausam. Ja, aber stell dir mal vor, die könnten da 2 Millionen Woodstock, die könnten da Rudelbumsen machen auf den Straßen, ja? Fick for Freedom. Ja, nice. Gerade in China, ja. Eben. Ja, komm, in Hongkong. Ich hätte gedacht, in Hongkong leben mehr als 7 Millionen Menschen. Hätte ich auch gedacht, wenn man's ja. So hört, ne?
Guck mal, Tokio hat irgendwie, was weiß ich, 35, 40 Millionen oder so. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da 2 Millionen auf die Straße gehen. Also wenn ich mir Demos hier so angucke, ja, das hier, da hast du vielleicht mal 8.000, 10.000 und das wirkt schon riesig. Ja. Und dann 2 Millionen, da muss was dahinter stecken. Also China, wenn ihr so ein bisschen einen demokratischen, ja, Sinn habt für irgendwas. Die Hongkongesen auf jeden Fall. Dann hört mal auf die Hongkong-Chinesen. Ja. Wie gesagt, die sind also ein bisschen unabhängig, genauso wie Taiwan, beziehungsweise nicht genauso, aber ähnlich. Ja, ähnlich. Ne? Und ja, Taiwan und China, das ist auch so eine Sache. So eine Hassliebe, ja, muss man sagen. Eine platonische, ganz zarte Hassliebe ist das. So ein bisschen Südkorea, Nordkorea. Holy shit, Mann, sind wir heute langsam mit den Themen. Aber weil ja auch so viel passiert ist, ja. Das stimmt. So viel, auch Trump wieder, müssen wir kurz zurück, bist du mit China fertig? Ja, ich China, bin fix und fertig mit Scheiß China. Würde ich jetzt China mal abhaken. China, wir sind durch. Das war's. Nein, Trump hat auch verboten, die Pride-Flagge aufzuhängen. Ja, das hatten wir erwähnt. Genau, und daraufhin hat der YouTuber Elijah Daniel aus Protest das Dorf Hell im Bundesstaat Michigan gekauft. Wie heißt er nochmal? Ein Lutscher Daniel. Genau, ein Lutscher Daniel. Okay, ja. Und hat das Dorf Hell umgetauft in Gay Hell. Ja, habe ich auch mitbekommen. Habe ich mich aber direkt gefragt, warum nimmt man nicht ein Dorf, das zum Beispiel Heaven heißt, warum Hell? Wäre das nicht irgendwie eine nettere Botschaft? Nein, weil Homosexuelle doch in die Hölle kommen. Das wissen ja, ist schon klar. Man kann es natürlich so auffassen, aber ich hätte es irgendwie positiver gefunden, wenn man sagt Gay Heaven. So, oder gay Paradise. Also Robin, Politik ist manchmal nicht positiv. Manchmal musst du einfach auf die Schnauze hauen. Erstmal bei der News, ja. Holy shit, man kann ein fucking Dorf kaufen. Ich kaufe auf jeden Fall das Dorf Neger in Deutschland, das kannst du aber wissen. Gibt's das, dann kann ich sagen, ich bin der Letzte in Deutschland, der einen Neger besitzt. Nur um nochmal diese Zuhörerin vom letzten Mal. Ja, es gibt Dorf? Ein Dorf, ach. Es gibt Oberneger, Unterneger und Neger. Ja. Wie oberhässlich, gibt's ja auch. Großartig. Doch, das Dorf steht seit 2015 zu Verkauf für $999,666. Und er hat es gekauft. Erstmal nur für einen Monat. Ja. Genau, und jetzt überlegt er, ob er es immer haben will. Und einmal jährlich ein LGBTQ+-Festival veranstalten möchte. Ja. Im Gay Hell. Gay Hell ist natürlich schon wieder ein geiler Name für ein Festival. Das muss man wirklich sagen. Ja, es gibt ja auch die auch ein Bier aus dem Dorf Hell, das Fucking Hell heißt. Nice. Nee, umgekehrt. Ein Dorf, das Fucking heißt. Genau. Also. Fucking, die machen ein Bier, ein helles Bier. Das heißt Fucking Hell. Ah, okay. Lol. Aber das ist in Deutschland, ne? Fucking. Ich denke schon, ja. Ja, ich glaube, das war ein deutsches Dorf. Gut. Glaube ich. Oder Österreich, irgendwie sowas. Haben wir auch nochmal über die Gaylords gesprochen, genau. In unserer Zeit, denn noch sind wir im Gay Pride Month. Homosexuelle, wir haben Neger angesprochen. Ja. Also darf man ehrlich sagen, wir machen das ja nur plakativ gerade. Wir haben von dem Dorf geredet. Genau, von dem Dorf Neger haben wir gesprochen. Richtig. Nicht von den Menschen. Meine Güte. Über Kino. Trump haben wir gesprochen, der nochmal antreten will. Wo wir gerade von dunklen Sachen sprechen. In Argentinien und Uruguay gab es einen Stromausfall. Die waren einen Tag lang zu weiten Teilen, also 50 Millionen Menschen waren ohne Strom. Das muss man sich mal überlegen, das ist ganz schön viel. Das ist ja die Hölle, oder? Das ist eine schwule Hölle, würde ich fast auch sagen. Eine Herr. Eine Dark ohne Herr. Spaß, also 50 Millionen Menschen komplett ohne Strom und das für einen ganzen Tag, das ist schon eigentlich Apokalypse. Überleg dir mal, einen Tag lang ohne Internet. Ohne YouTube, ich weiß ohne Brennpunkt Internet. Eben, wenn der Strom ausfällt, dann ist ja wahrscheinlich auch das mobile Internet weg, oder? Naja, es gibt auch so Notstromaggregate in Krankenhäusern und auch in so Kraftwerken. Aber ich glaube nicht, dass die bei meinem WLAN-Hoster funktionieren, diese Notstromaggregate. Nee, denke ich auch nicht. Das ist schon eine Hölle. Was hast du denn früher gemacht als Kind, als ihr Stromausfall hattet? Kennst du das noch? Ja, nee. Das hatten wir auf dem Dorf früher manchmal. Stromausfall. Es wurde angekündigt, am Donnerstag ist Stromausfall von... Ach, ihr habt das auch noch geplant, ja. Manchmal schon, ja. Leute, wir sind ja auf dem Dorf, wir haben ja nichts zu tun, wir machen mal wieder Event, nächsten Donnerstag ist mal wieder Stromausfall. Es war manchmal angekündigt, manchmal halt nicht. Und dann saßen wir mit Kerzen im Wohnzimmer und haben dann gelesen... Da musste man sich unterhalten. Und unterhalten, dann. Ja, vorgelesen. Boah, da hätte ich ja richtig abgekotzt, ne? Ja. Nee, das wäre mir nichts. Aber nee. Schwein geschlachtet auf dem Tisch. Ja, was man also macht auf dem Dorf, ne? Ein Esel gefickt. Selten, aber ja. Ja, kommt mal vor. Ja, aber was man da nicht bedacht hat, ne, Atomkraftwerke, das kann, die haben natürlich auch wahrscheinlich Notstromaggregate, aber was ist denn, wenn da mal ein Ausfall ist? Wir hatten es ja in der letzten Aufgrund Folge. Aufgrund unserer Recherchen weiß ich, dass Atomkraftwerke gar keinen Strom benötigen, weil die es ja selber sich erzeugen.
Sicher, ja. Habe ich gelesen, ja, safe. Auch bei Stromausfall, wenn da irgendwie, ey, egal, ich bin die Laie. Die brauchen keinen Stromanschluss. Ich wollte doch nur irgendwie überleiten auf den letzten Brennpunkt-Hörerwunsch. Leute, wenn ihr euch für Atomkraft interessiert, geht auf unseren YouTube-Kanal. Wir haben da über Atomkraft gesprochen. Ist es auf YouTube drauf? Ich habe es nur auf Soundcloud gesehen. Heute 18 Uhr ist drauf. Ah, nice. Es gab gestern Probleme beim Rendern, wie passiert, das halt immer so passiert. Ist. Schneiden, rendern, hochladen. Ich habe auch meine Phobie übrigens überwunden. Ich höre gerne mal rein jetzt in unseren Podcast. Und oh, geil. Gucke, wie wir so gewesen sind und bewerte dann den Podcast für mich selbst. Okay, und? Ist gut, oder? Ich habe solide 11 von 10 jedes Mal. Ich habe allen 11 gegeben von 10 tatsächlich. Eine 11 von 10 gab ich damals auch dem Notre-Dame-Brand. Das war für mich ein großes Spektakel. Wäre ich Indianer, ich wäre drumherum gerannt, weil Indianer sind alle gleich. Ja. Diese ganzen 3000 Völker, die es da gibt, haben wir auch schon im Brennpunkt festgestellt. Da haben ja viele reiche Leute gesagt, dass sie Geld spenden und die Offiziellen, die Notre Dame vertreten, haben gesagt, noch keiner dieser Leute haben auch nur einen Cent bezahlt bis jetzt. Hm. Und da kann ich an dieser Stelle sagen, Leute, für den Wiederaufbau Deutschlands nach der großen Flüchtlingswelle, die so viel Gewalt nach sich gezogen hat, ich spende 1 Million Euro, verspreche ich euch, für den Wiederaufbau Deutschlands nach der Flüchtlingswelle. Ja. Mach ich wahr. Angriff der Killerflüchtlinge. Bitte schreibt das an die Bild-Zeitung und verlinkt dann meinen YouTube-Kanal. Robin Nosterafu verspricht 1 Million Euro für den Wiederaufbau von Deutschland, nachdem die Grünen regiert haben. Ja, auch das. Da lege ich nochmal 1 Million drauf. Noch, ach, wenn die Grünen uns runtergewirtschaftet haben und nur noch Pädophile im Land sind, ja, da gebe ich 2 Millionen, um das wieder... Pädophile und Flüchtlinge. Ja, ich bezahle 200 Millionen Euro... um die auf Kreuzfahrtschiffe zu schicken, ganz weit weg. Denn da gab es auch eine News dieses Jahr. Ja, nee, da gab es auch diese Woche gab es auch eine News, dass irgend so eine, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, interessiert mich auch nicht, ist nur die Umwelt, scheiß drauf, dass irgend so ein ganz großer Anbieter von Kreuzfahrten zusammen am Tag so viel Shit ausstößt, wie alle Autos von Europa zusammen. Mhm. Ist jetzt mein Funfact, den ich aus meiner Erinnerung zusammengewurschtelt habe. Lest das selber nach. So meine Viertelwissen, aber so in die Richtung. Wir geben doch hier, wir zeigen euch die Tür. Hindurchgehen müsst ihr alleine. Genau. Matrix. Deswegen bin ich gegen Kreuzfahrten. Ja. Prinzipiell. Ich finde die auch echt dumm, muss ich sagen. Ja. Also was hast du denn davon? Du siehst die ganze Zeit das Gleiche. Ja. Klar, du kannst irgendwo mal an Land gehen oder so. Das kannst du aber auch, wenn du jetzt fliegst oder so, könntest du es auch. Gut, fliegen ist jetzt auch dementsprechend nicht viel besser, aber ganz ehrlich, du bist die ganze Zeit auf einem scheiß Schiff und siehst irgendwelche Wellen. Und wir haben alle Titanic gesehen, ja? Was passiert? Auch das. Ich habe Titanic sehr früh gesehen und habe immer Heidenschiss davor, mit einem Schiff unterzugehen. Ja. Naja, großer Spaß. Ich habe auch echt Angst vor Schifffahrten. Ich hasse das. Ich habe keine Angst davor, also heute auf jeden Fall nicht mehr, aber es ist halt einfach so gammelig. Ja, aber der Gedanke am Ertrinken ist doch grausam. Dann lieber fliegen und abstürzen als... Na, dann bist du aber direkt tot beim Ertrinken. Eben. Die haben ja Rettungsboote, also da hast du schon noch... Aber nicht immer. Ja doch, klar, Kreuzfahrtschiffe brauchen noch Rettungsboote. Ja, aber trotzdem kannst du da ertrinken. Ja, stimmt schon. Also ich sage mal so, ich war gestern im Schwanseebad, ja. Und da ist Ähnliches passiert. Ist ähnlich, ja. Da sind so viele Landwale. Nee, ohne Spaß, einmal quer rüberschwimmen war für mich schon so anstrengend. Ich kann das gar nicht. Es ist halt auch langweilig, einfach zu schwimmen. Hast du keine Ich springe Abzeichen? Super gern rein. Ich habe ein Seepferdchen, ja. Kommen wir nicht so. Ich auch tatsächlich. Sehr gut. Ich springe echt sehr gerne vom Rand rein, mache die wildesten Flips vom Zehner und so ein Scheiß, ja. Und Flops. Aber ohne Spaß. Schwimmen an sich ist so dumm. Das ist so gammelig. Das macht doch keinen Spaß irgendwie. Ja. Klar, abkühlen und so, nice. Ja. Aber ich meine, schwimmen an sich, ne. Macht keinen Sinn. Tauchen schon eher? Auch nicht. Auch nicht. Ich finde Wasser eh scheiße, prinzipiell. Ich bin gegen Manchmal finde ich Scheiße im Wasser. Ja, im alten Schwanseebad zum Beispiel. Im neuen ist es mir bis jetzt noch nicht passiert. Man hört immer davon, aber... Aber ich kenne Leute, die Julia Reda mit Greta Thunberg verwechseln, die früher mal in Badewannen gekackt haben. Einmal. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Das passiert Kindern manchmal. Das stimmt. Es mir, ist mir nicht und ganz dir auch nicht, aber sonst passiert es einmal bestimmt. Ja, besonderen Kindern. Okay, jetzt reicht's, aber ich verspreche an dieser Stelle, ich reite nie wieder mehr auf Greta Thunberg rum. Wenn, dann reitet sie auf mir rum, wenn sie alt genug ist. Wir hatten noch einmal das Thema in der Dusche pinkeln. Ja. War das nicht so in einem unserer ersten Podcasts, die wir noch zu Hause bei dir gemacht haben? Gut möglich. Ist mir gerade so aufgeploppt. Aber das ist ja was anderes als in der Badewanne kacken. Da sind wir uns schon einig, oder? Ist vergleichbar, aber nicht
Das Gleiche. Also der Iran hat ja schon den Dritten Weltkrieg angefangen. Ich kann sagen, nein. Der Iran-Präsident hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, wir haben nicht die geringste Intention, irgendwie Krieg anzufangen. Wir finden das ganz toll. Wir werden zwar von allen Seiten von den USA irgendwie, wird versucht, uns von unseren Verbündeten abzuschotten, aber das funktioniert nicht. Mhm. Sie haben gesagt, wir waren das definitiv nicht mit den Öltankern. Wir haben davon berichtet letztes Mal, dass es da einen Angriff gab. Die japanischen Besitzer der Öltanker haben auch gesagt, das war nicht der Iran. Es gab da nicht so einen Angriff. Das können die gar nicht wissen, die Japaner. Das ist ja nur deren Boot. Außer sie waren es selber. Stimmt. Alter, das ist hier so ein 007, so ein Triple Agent-Scheiß. False Flag. Ja, na, False Flag. Die Japaner, die da Besitzer sind, machen das selber, damit die USA sagen, der Iran war's. Ganz klar. Boah, geschickte Japaner. Das sind ein paar Schlitzohren. Gut. Ja. Das war der Gag des Tages. Dankeschön. Dann hat Grönland noch 2 Milliarden Tonnen Eis verloren, aber ist auch egal. Oh, was für eine Sorte? Das Gröne. Ach so. Ich sage mal, wenn Grönland irgendwann ganz grün wird, dann ist es schlecht für die Welt. Ja. Muss man aber auch sagen, also da ist tatsächlich so eine Statistik viral gegangen, auf Twitter ganz oft retweetet, alle haben es geteilt, wo es so einen Durchschnitt gibt, wie so die Eisschmelze in Grönland ist. Und da gab es den jetzigen Stand, also wirklich im Juni ist halt wirklich, wie gesagt, 2 Milliarden Tonnen Eis weggeschmolzen. Da ist dann so ein sprunghafter Anstieg. Wenn man aber dann einzelne Jahre vergleicht, sieht man, dass zum Beispiel 2002 und 2012 und 2016, glaube ich, auch sehr, sehr ähnliche Verhalten da waren. Gut ist es trotzdem nicht. Nee. Ja. Also wenn Grönland schmilzt, dann haben wir nicht mehr viel zu lachen. Und da ist dann auch so ein Bild, ich glaube, es hat auch einen Preis gewonnen, wie so ein Typ mit so einem Hundeschlitten durch Grönland fährt, aber nicht auf Eis, sondern so in Schmelzwasser. Oh. Aber wohnen da noch Menschen in Grönland? Ja. Ich sag ja auch jetzt hier, ne? Tipp geht raus, Leute. Kauft Grund auf Grönland. Wenn die Welt untergeht, wortwörtlich. Grönland ist relativ hoch gelegen und da wird es dann richtig schön grün sein. Das ist so billig, wenn das Eis wegschmilzt. Das ist so billig. Das ist so mies billig. Assi-Toni. I know. Ich dachte ganz kurz Klaus Kinski, aber es ist Assi-Toni. Ja, das ist wirklich schlecht, weil wenn das ganze Eis schmilzt, kann ich jetzt nochmal ein paar Funfacts raushauen, die ich jetzt wirklich recherchiert habe. Albedo, sagt dir das was? Pedo? Albedo. Ja. Also Albedo ist dein Onkel, aber Albedo ist das Rückstrahlungsvermögen von Oberflächen, also zum Beispiel von Solarstrahlung. Das gibt es zum Beispiel bei Eis oder bei Schnee. Ja? Mhm. Das strahlt Solar zurück, sodass quasi die Erde nicht so viel abbekommt davon. Ergibt irgendwie Sinn. Und wenn das schmilzt, ist es quasi so ein exponentieller Wachstum. Das heißt, weniger Eis ist da, viel mehr Strahlung ist da, dadurch ist noch weniger Eis da, verstehst du? Dann kriegen wir alle Krebs. Richtig. Und das ist schlecht, deswegen macht mal irgendwie was dagegen und trennt mal euren scheiß Müll, weil das kann echt jeder machen. Und ja, mach sogar das ich. Das ist halt wirklich nicht schwer. Ja. Und vollgerotzte Taschentücher kommen nicht bei Papier und Pappe, sondern in den Restmüll rein. Genau, richtig. So. Neben diesem Biomüll, ne, auch, wo dieses, wo man auch Schaden reinscheißt. Genau, reinscheißt. Genau. So ist das. Dann hat sich der gute Elon Musk noch etwas blamiert. Der hat ein Artwork geteilt von 2B von Nier Automata. Ich verstehe kein Wort von dem, was ich da sage. Ist, glaube ich, ein Videospiel. Nier ist ziemlich sicher ein Videospiel. Und 2B ist so eine Anime-Fötze. Kenne ich nicht. So, keine Ahnung. Und hat halt irgendjemand gezeichnet. Er hat den Artist nicht verlinkt. Er hat dann natürlich eine riesige Reichweite auf Twitter. Oh, ja. Und die Leute haben wirklich fast jeder Kommentar auf diesen Post von ihm. Ich weiß gar nicht, warum er es gepostet hat. Er hat einfach nur 2B und dieses Bild gepostet. Mhm. Nichts dazu geschrieben oder sonst was. Und alle darunter sagen, ey, kannst du bitte wenigstens den Artist verlinken? Und er dann halt wie so ein kleines Kind, warum sollte ich das machen? Ist eh völlig egal, es guckt sich eh keiner an. Und wenn man will, findet man das sowieso irgendwie. Ja, das ist ja frech. Und nur solche Sachen. Und da war er sehr scharf in der Kritik und alle haben sich drüber lustig gemacht. Und er ist ja auch so ein kleiner Everybody's Darling im Internet, ja, weil ihn alle als Visionär und so feiern. Und weil er auch so in dem Meme-Game, dass er embraced das Meme-Game, dazu mehr dann in unserer Spezialausgabe über Memes. Weil auf Reddit zum Beispiel, ja, ist er auch so ein kleiner Held. Leute sagen, Elon Musk, der ist ganz witzig und so. Den feiern alle, ich weiß. Genau. Und er embraced es. Beziehungsweise, also wie soll ich es, er nimmt es halt an, sage ich. Und er spielt auch damit. Und dadurch feiern ihn die Leute natürlich. Aber durch solche Aktionen wirkt er dann vielleicht jetzt doch nicht ganz so clever. Dann oder reißt ganz er so ja alles mit dem Arsch wieder ein, so die ganze Sympathie, die er gewonnen hat. Es gibt halt einfach keinen Grund, den Typen nicht zu erwähnen.
So. Ja. Und es ist halt schon eine nette Sache einfach. Oder eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube auch mittlerweile gesetzmäßig wichtig, denn er muss sogar, ja. Seit 3 Jahren werde ich immer gefragt, ob Videos von mir auf Facebook verwendet werden durften. Das ist früher nie passiert. Da habe ich immer gesagt, ey, ihr könnt das ja gerne machen, aber verlinkt doch wenigstens den Original-Uploader. Da hat es keiner gemacht. Alles einfach gerippt ohne Erlaubnis. Ja. Scheißegal. Aber seit 3 Jahren ungefähr fragen mich immer alle nach. Hm. Das finde ich schön. Da kann ich mal sagen, sie auch. Verpisst euch, nee, mach's nicht. Müssen sie auch tatsächlich. Facebook möchte eine eigene Währung einführen. Die Fuck-Dollar. Nee, so ähnlich. Facelifting. Es ist nicht Libra, es ist Libra. Die neue Digital-Währung. Oh, wir sind so frei, wir sind auf Facebook, wir sind frei, wir haben ein Image von Freiheit. Genau, das ist der Knackpunkt, glaube ich. Okay, und was macht man mit der Währung? Irgendwelche dreckigen Browser-Games bezahlen, mit denen du mir dann auf den Sack gehst, wenn du mir die zuschickst? Spiel doch auch mal mit. Nein, ich spiele ein ordentliches Videospiel, wie zum Beispiel The Last of Us. Zum und nicht irgendwie Wort-Connect Regenbogen-Wix-Worm. Farm. Ich habe übrigens rigoros alle rausgeschmissen aus meiner Freundesliste, die mich eingeladen haben, regelmäßig. Auf Partys. Ja. Lade mich an und so irgendwelche Partys ein. Ich hasse Menschen. Ja. Raus! Ja, auf Facebook natürlich, ja. Ich habe beim ersten Mal gesagt, Leute, hör auf damit. Ja. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, nochmal, hör auf damit. Okay. Beim dritten Mal blockiert. Naja, immerhin stehst du zu deinem Wort. So ist es. Das unterscheidet sich von vielen anderen Politikern. Jedenfalls soll Libra so wie Bitcoin funktionieren, nur ohne Kurswechsel, also ohne Kursschwankungen. Okay. Keine Ahnung. Wie garantieren Sie das? Was weiß ich. Ich frage Sie. Okay. Ich frage Sie, Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Hast du noch was sehr Wichtiges? Ansonsten würde ich eher noch eine privatere Sache ansprechen, die mir... Etwas, was dich betrifft, ist das Influencer-Gesetz, was kommen soll. Oh Gott. Und zwar geht es um das Thema Werbung kennzeichnen. Auch nur ganz kurz, und zwar musst du ja, wenn du als Influencer ein Produkt in die Kamera hältst oder auch nur wenn es zufällig zu sehen ist, musst du ja irgendwie Hashtag Werbung hinschreiben und so. Und jetzt wollen Politiker das wohl so machen, wenn es keine Gegenleistung gab, musst du es nicht jetzt als Werbung kennzeichnen. Schön. Gibt es jetzt endlich mal einen Konsens, auf den sich geeinigt wurde, weil da gab es ja tausende Prozesse in der Vergangenheit. Irgendwelche, so eine Spielerfrau von Frag mich nicht wem, David Beckham oder ist mir auch scheißegal, wer das ist. Die haben ja immer wieder so Prozesse gehabt, wo dann zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen wurde. Mhm. Und wenn es jetzt irgendwie eine einheitliche Lösung gibt, dann ist ja ganz okay. Gibt es noch nicht, aber ist jetzt gerade in Planung. Gerade auch hier mit dem von Nestle. Wo wir, Nestle heißt es? Nestle! Ist mir scheißegal, wie die ausgesprochen werden, das sind Hurensöhne. Nein, da hat ja auch diese nette Politikerin Herr Klöckner, hat ja da auch quasi Werbung gemacht, wo es nicht ganz so klar war. Wo ist die Grenze, ja? Genau. Influencer, Politikerin? Ja. Schwierig, die ist Frage. Merkel Influencerin schon, ne? Wenn die sagt, wir schaffen das. Wer, wenn nicht sie? Und die Leute glauben ihr blind. Und dann kommen die ganzen Ausländer hierher und plötzlich kommen die Gewalttaten. Sie ist die Influencerin. Ja, CSD-Influencerin. CSD. CSD-Influencerin. Genau. CSD-Influencerin. Ja. Geil. Also die Homosexuelle. Merkel ist schwul. Ihr habt es zuerst gehört. Genau. Gut. Schön. Ansonsten habe ich nur noch ein Thema und zwar ApoRed hat eine neue Single rausgebracht. Ja, mach ich. Und zwar Lambo Gallardo. Laut bei mir immer an. Genau, Lambo Gallardo ist gar nicht schlecht tatsächlich. Also man kann es hören, aber ich finde ihn einfach unerträglich. Weil er Ausländer ist. Genau. Sag's doch, wie es ist, Tino. Ja, weil er Ausländer ist. Ist er Ausländer? Nee, ist er nicht. Naja, keine Ahnung. Er hat einen dunklen Hautton. Sind alles Ausländer, ganz klar. Er ist Mischkind. Kann sein. Milchkind? Milchmädchen? Mischling. Alter, Grüße an Nils an dieser Stelle, ein Freund aus meiner Kindheit. Guter Mann, der hat immer Milchmädchen so aus der Tube in sein Fettmaul reingestopft. Geil. Also, jetzt kommt mal ein kleines Leidensthema von mir. Beziehungsweise nicht unbedingt Leidensthema, ich finde es eigentlich ganz geil. Ich spreche mal kurz die Lästerschwestern an, einen Podcast, den ich natürlich höre. Auch wurde uns hier schon vorgeworfen, wir wären ein Abklatsch der Lästerschwestern, was natürlich Quatsch ist. Eine unglaubliche Frechheit. Da muss man jetzt wirklich mal sagen, erstens nehmen wir immer auf, kurz bevor sie ihre einen Podcast veröffentlichen. Das heißt, wir können gar nicht wirklich abkupfern. Und zum anderen muss man nur mal die letzten beiden Folgen von uns vergleichen. Also unsere letzte, die 22 und das von den Lästerschwestern müsste die 68 sein. Die sind sowas von unterschiedlich. Also von China zum Beispiel ist da kein Wort zu hören. Siehst du? Beziehungsweise von Hongkong. Aber egal, natürlich höre ich die, weil David Hein einfach ein guter Kumpel von mir ist und ich dem gerne zuhöre und mich dabei unsanft berühre. Und die haben einen Typen angesprochen, den ich auch bis dahin noch nie gehört habe. Das war der Joe Trank. Und der hat ein Video, also das war so ein Lifestyle-Coach, ne? So ein richtig geiler, hier, so wirst du erfolgreich in 3 Easy-Schritten und so. Oh fuck, da kann ich noch einen anfügen. Wir haben nur noch 6 Minuten Zeit, wir müssen noch die Woche Revue passieren lassen und bewerten.
Auf jeden Fall, Joe Trank hat dann 9 Monate lang Pause gemacht, war von der Erdoberfläche verschwunden, hat dann ein Video gemacht, was heißt, ich bin wieder da. Also ist ein Deutscher übrigens, was der Name vielleicht nicht vermuten lässt. Und in dem Video wirkt er erstmal auf den ersten Blick sehr wirr und unter Drogen. Aber ich glaube, dass da vielleicht nicht aktiv Drogen im Spiel sind. Und er sagt, er hat jetzt, dass er in der Vergangenheit bestimmt irgendwie mal ausprobiert hat und so. Aber ich glaube nicht, dass er in diesem Video auf Drogen ist. Das glaube ich nicht. Der ist nämlich, also man sieht einfach einen sehr deutlichen Cut zwischen seinen, ich sag mal, Anfällen, wo er einfach sagt, oh, das ist hier gerade irgendwie so geil, Alter. Ja. Und dann spricht er ganz normal und erklärt, was er so für Erfahrungen gemacht hat und was für ihn jetzt wichtig ist. Ich will es auch jetzt nicht nochmal alles genau zusammenfassen, weil das haben die Laster-Schwestern von Amris Anri haben das schon sehr gut zusammengefasst. Deswegen will ich das jetzt nicht nochmal machen. Aber ich fand das Video sehr, sehr gut und es beschäftigt mich jetzt quasi eine Woche schon. Und er im Grunde sagt er nicht viel anderes, als was ich auch schon in Videos gesagt habe, wie zum Beispiel auf Cringe and Confidence, gutes Video. Guter Mann einfach. Guckt es euch an, wenn es euch interessiert. So, also wie gesagt, ein Typ, der so einen auf Erfolg gemacht hat und wie wirst du erfolgreich, der jetzt quasi eine 180-Grad-Drehung macht. Natürlich hat er immer noch dieses, ich sag dir jetzt, wie es ist. Ja, ich erzähl dir jetzt meine Erkenntnisse. Aber das muss ja vielleicht nicht unbedingt was Schlechtes sein. Mhm. Er hat noch kein neues Video seitdem veröffentlicht, aber ich bin sehr gespannt, ob der Dinge, die da kommen. Also ein Tipp für die Vorleser. Und das gute Anti-Beispiel dafür ist vielleicht noch von Kollega das Video Alles auf Null. Ah ja, ja. Hast du gesehen? Ich hab's gehört davon, ja. Ich hab auch Kalle gefragt, weil in dem Rap-Game bin ich überhaupt nicht drin. Er sagt halt, Kollega spielt halt eine Rolle und das ist so seine Rolle. Mhm. Aber die Rolle, wenn die ernst gemeint ist, in sich schlüssig als Rolle, sag ich mal, dann ist sie trotzdem irgendwie dumm. Es ist halt dieses Lifestyle-Coach auf die Spitze getrieben. Und so dumm, also guckt euch das Video einfach mal an. Aber er macht es ja auch wirklich, also, und wollte den Leuten ja wirklich das Geld aus der Tasche rausziehen. Richtig, klar, es ist mit Geld verbunden und er spielt eine Rolle, aber er ist es halt irgendwie auch doch selber. Und das ist, dieses Video wirkt auch so wirr und dieses, ich bin der Alpha und ich weiß, wie es läuft, ne? Und wer mit mir Alpha ist, ihr seid alle meine Familie und so, das ist sehr befremdlich für mich. Und da ist mir das Joe Trank-Video, was nicht wie das Kollega-Video nur 4 Minuten lang ist, sondern 44, also da muss man schon Sitzfleisch beweisen. Aber ich sage, es lohnt sich. Wenn man so ansatzweise irgendwie was mit meiner Lebensphilosophie anfangen kann, dann wird auch dieses Video einem zusagen, denke ich. Gönnt's euch, Leute. Und das ist auf jeden Fall das Negativbeispiel dazu. So, was sagst du denn zur Woche, Tino? Außer, dass es hier sauwarm im Studio ist. Ich wedel mir gerade ein. Mach das mal auf einfach. Ja, mach jetzt einfach mal, jetzt sind wir jetzt eher am Ende, da können wir ja auch mal das Fenster aufmachen und hier so ein bisschen mal so wie im Laufhaus Stimmung haben. Ich hoffe, ihr hört gerade die Klänge der Stadt. Ja. Tino, der ist so geil. Schnauze. Ja, also immer das Gleiche hier in Weimar, ey. Schlimm. Jeden Tag. Es ist wieder viel passiert. Also ich bin eigentlich zufrieden mit der Woche. Bist zufrieden, ja. Kannst dich sehen lassen. Also das Merkel-Zitter-Video hat mir sehr gut gefallen. Das hat meine Körperregionen richtig stimuliert, so die für Skandale offen sind und die ich brauche. Gay Hell fand ich großartig. Ja, dass bei dem Lübcke-Mord jetzt endlich einer verhaftet worden ist, finde ich gut. Dass es Neonazi war, finde ich auch gut. Ich hätte es besser gefunden, wäre es Oma Frieda von nebenan gewesen. Also tut mir leid, das wäre die bessere Story. Oder er selber, wäre auch lustig gewesen. Naja, also was geben wir der Woche? Wir machen immer das Gleiche, ne? Aber irgendwie... Nein, wir können ja jetzt nicht eine 1 geben, nur um anders zu sein. Nein, auf keinen Fall. Wer sind wir denn? Etwa Öko-Fotzen? Ich bin gerade echt überfordert. Ich weiß es nicht. Ich tue mich gerade sehr schwer mit der Bewertung. Okay. Dann sage ich jetzt was. Ich gebe der Woche eine 6,5. Ja. Normalerweise würde ich eine 5,5 geben, aber ich habe nach all der Zeit endlich mal in der Remastered Edition das Add-on zu The Last of Us gespielt, nämlich Left Behind. Das hat mich richtig mitgenommen. Fand ich richtig schön. Das passt vielleicht auch zum Thema Gay Hell ein bisschen. Also, wenn ihr das nicht kennt, holt das gerne nach. Und das hat meine Woche sehr aufgewertet. Und auch sonst ist es ganz okay, was passiert ist, ne? Ja, also ich gebe für die Frauen-WM 7 Punkte. Das ist doch scheiße. Das jetzt machst du nur, weil das Frauen sind. Du bist ein scheiß Sexist. Ja, ich weiß. Wenn Männer-WM ist, würdest du das nicht irgendwie hier als Positives in die Wochenwertung einfließen lassen. Auf keinen Fall. Ich finde, dass Frauen bevorzugt werden sollen. Nein! Das ist meine Meinung. Frauen sollen genauso gehasst werden wie Männer. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, dass Frauen müssen bevorzugt werden. Männer sind nichts wert. Und ab sofort sollten nur noch Frauen
in Führungsetagen sitzen und die Welt regieren. Also jetzt pass mal auf, es ist kein Zufall, dass sich Männer auf Kenner reimt und Frauen auf Klauen. Ja? Die sind einfach eine Witzfigur. Außerdem klauen die Sachen. Witzfigurinnen. Ja. Stimmt. Witzfigurinnen. Ja. Unterstrich Punkt, Sternchen Punkt N. Com. Ja, de. Damit ist die Woche sehr gut zusammengefasst, Tino. Ich glaube, wir lassen es an dieser Stelle. Es wird nicht besser. Wir drehen den Bullshit-Hahn jetzt langsam zu. Ja, ja. Denn die Musik ist ja im Hintergrund auch schon leise zu hören. Das sagst du manchmal, während die Musik noch gar nicht läuft. Ja, weil ich einfach ein verlogener Lügner bin. So ja, wie die Frauen, die sich auf Klauen... Nee, warte. Scheiße. Oder du nimmst die Musik schon vorher wahr, weil sie sehr leise ist. Danach kommt sie. Ich habe einfach Musik im Blut. Ich denke auch. Ich hab einfach wirklich Gene. Und im Ohr. Ja. Gene. Wohin gehst du heute noch? Was hast du vor? Gehen Süden. Gehen Süden. Hm. Ich gehe noch einkaufen. Einkaufen gehen. Ja, Klassiker. Ja, kennt man. Und dann fahre ich noch eine Runde Skateboard und dann schieße ich mir einen Schädel. Hab keinen Bock mehr. Okay, kann ich gar nicht verstehen. Nächste Woche hier an meiner Seite sitzt dann Herr Kleine. Ich hoffe doch. Dann hat sich mein Suizid wenigstens gelohnt. Wir haben gar keinen Iran Hitler verteilt, ne? Wir Na, haben dann angekündigt. Kriegt den niemand. Nö. Vielleicht hört uns noch gar nicht schon mehr. Keiner mehr. Ja. Ist immer schade, dass das keiner mehr hört. Gut. Na ja, es war trotzdem schön mit euch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald.